bitte euch um einen herzlichen Applaus für Thomas Ramseyer. Bitte schön. Besten Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute ein Thema näher zu bringen, das ein bisschen weiter weg ist von dem Thema Social Media. Vielleicht bin ich eher ein Beyond. Und zwar darum, weil es nicht eine direkte Implikation, oder weil ich nicht direkt reden eigentlich über Social Media, aber das, wenn ich reden werde, hat einfach eine Implikation auf den Erfolg von Social Media, respektive auf die Fangruppe. Es geht um die Bedeutungszunahme von Design und Ästhetik im Marketing von der Zukunft. Ein Thema, das wir sehen, das in den letzten 15 Jahren einen unglaublichen Boost hat und wo uns sicherlich wird in der nächsten Zukunft und in den nächsten paar Jahren in unserer täglichen Marketingarbeit sehr stark beschäftigen. Lassen Sie mich zwei, drei Beispiele machen, um Ihnen ein bisschen aufzuzeigen, von was ich hier eigentlich rede. In den letzten 30 Jahren hat man Kaffee so verkauft, plus minus. Die einen haben es ein bisschen traditioneller gemacht, die anderen haben es ein bisschen moderner gemacht. Und dann ist plötzlich einer gekommen und der hat Kaffee angefangen so verkaufen. Das ist ein Espresso-Shop in Miami. In den letzten 30 Jahren hat man Notebooks und PCs so verkauft. Und dann ist plötzlich einer gekommen und der hat seine Produkte so verkauft. Sie kennen es alle, den Apple Store der Fifth Avenue in Manhattan. Was passiert da? Was läuft da außen ab? Ästhetik spielt in gesättigten Märkten mit austauschbaren Angeboten immer größere Rollen, eine immer stärkere Rolle. Und wir sehen den Shift, und über den werde ich heute reden, dass Käufer, die eher nach Wants anstatt nach Needs streben, heute Lust und Stimulation suchen in Form von emotionalen Erlebnissen. Die emotionalen Erlebnisse letztlich dann eigentlich auch im Social-Media-Kontext weitergeben und darüber diskutieren und das besprechen. Es ist ein Wohlstandsphänomen, das zu dieser Bedeutungszunahme von ästhetischen Bedürfnissen führt. Und das Wohlstandsphänomen wird uns in den nächsten paar Jahren mit grosser Garantie beschäftigen. Als Markenagentur, die sich auf der einen Seite auf die Entwicklung von neuen Marken und auf der anderen Seite auf die Vitalisierung von bestehenden Marken fokussiert, erkennen wir seit etwa 5 Jahren, dass das Thema Markenstrategie im Sinne von Differenzierung über eine klassische Idee zwar immer noch eine grosse Wichtigkeit hat, aber dass der Differenzierungsanspruch von verschiedensten Marken auch im Bereich von dem ästhetischen Bereich stark zunimmt. Darum möchte ich gerne über 4 Themen reden heute. Ich möchte auf der einen Seite kurz auf das Phänomen eingehen, von der Bedeutungszunahme. Ich möchte dann die Frage beantworten, warum Ästhetik im modernen Marketing immer wichtiger wird. Ich möchte gerne auch den Einfluss von Ästhetik auf den Erfolg von Unternehmen aufzeigen. Und möchte aufzeigen, wie Ästhetik letztlich auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Fangen wir an mit dem Phänomen von der Bedeutungszunahme von Ästhetik und Design. Ein wunderschönes Beispiel. Orange ist für mich eine von diesen Marken, die wir wahrscheinlich in der Schweiz als erste wahrgenommen haben, die ein Thinking out of the box gemacht hat und völlig anders auftreten ist, unter einer völlig anderen, neuen ästhetischen Prämisse und einen totalen Bruch gemacht hat zu dem, wie man bis anhin das Business sonst gemacht hat. Mittlerweile haben sie ein bisschen an Terrain verloren, die anderen sind aufgerückt, aber sie machen es eigentlich immer noch nicht so schlecht. Was ist passiert? Ganz interessant, Design und Ästhetik, das ist früher eigentlich nur der Premium- und der Luxusmarken vorbehalten gewesen. Wenn Sie sich erinnern an Produkte, an Packaging, an die Art und Weise, wie die Marken auftreten sind, in was für Umfelder das verkauft worden ist, wie die Shops ausgesehen haben und so weiter und so fort. Im modernen Marketing aber wird das Thema zum Allgemeingut. Design and Aesthetics for Everybody, von der Discount bis zur Luxusmarke, vom Consumer Good bis zum Industrieprodukt. Ganz faszinierend, in allen Bereichen, in allen Schattierungen. Nur gibt es nach wie vor enorm viele Unternehmen, enorm viele Marken, die auf den Zug eigentlich noch nicht aufgesprungen sind und sich eigentlich immer noch sehr, sehr schwer tun in diesem Thema.
dass das nicht nur eine gefühlte oder eine wahrgenommene Tendenz oder ein wahrgenommener Trend ist, beweist das Beispiel sehr, sehr schön. Das ist die Teilnahmeexplosion am Red Dot Design Award, einem von der stärksten oder von der besten Awards eigentlich weltweit. Und er zeigt die steigende Anzahl von teilnehmenden Unternehmen. Und das führt dazu eigentlich, dass das Qualitätsbewusstsein weltweit kontinuierlich wächst und Design ein ganz wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg ist. In nur 3 Jahren doppelt so viel Anmeldungen. Ästhetik hat verschiedenste Funktionen. Sie schafft Aufmerksamkeit, sie erleichtert Differenzierung, sie ermöglicht Innovationen, sie schützt vor Imitationen, sie erhöht Kundenbindung, Kundenbindung im Sinne von, sie macht letztlich eben auch Menschen zu Fans. Und interessant ist, all die sogenannten Love Marks, die basieren sehr stark auf diesen ästhetischen System und Konzept. Sie motiviert natürlich Mitarbeiter, sie hilft letztlich auch Kosten zu sparen. Denken wir nur daran, sie müssen nicht jedes Mal alles neu erfinden, sondern sie haben ganz klare Guidelines, die ihnen eigentlich aufzeigen, wie ihr Produkt oder ihr Konzept als nächstes aussehen. Und last but not least, sie fördern natürlich Produktivität und Kreativität. Worum geht es? Es geht eigentlich darum, ein Designkonzept durchgängig zu inszenieren in sämtlichen Bereichen von der Markenführung. Das fängt beim Produkt an, über das Portfolio, das Design der Produkte, das ist klar, über das Pricing, in der Art und Weise, wie Pricing vorgeschlagen wird und vorgestellt wird, über die Distribution im Sinne vom Retail-Konzept, vom Merchandising, über das Branding selbstverständlich, das Design selber, Kommunikationsdesign, Architekturdesign, aber auch die ganze Marketingkommunikation, bei größeren Unternehmen auch die Corporate Communication. Und das geht natürlich bis ins Behavioral Branding hinein. Da nicht zu vergessen natürlich auch das Thema Social Media, wo da wahrscheinlich so ein bisschen im Bereich Markom dann angesiedelt werden müsste. Und je durchgängiger das Konzept durchdekliniert wird eigentlich, desto grösser ist die Markenästhetik und wird vom Kunden auch als das wahrgenommen. Warum Ästhetik und Design im modernen Marketing immer wichtiger werden, es gibt verschiedene Gründe, ich gehe da jetzt nicht auf alle ein. Den Wohlstand habe ich schon angesprochen. Ich denke, ein grosser, wichtiger Faktor ist auch die Gleichstellung, eine Differenzierung heutzutage über Produktfeatures und Technik ist fast nicht mehr möglich. Das heisst, wir erkennen die Bedeutungszunahme von ästhetischen Differenzierungsstrategien von Unternehmen, die sagen, ich kann mich über Ästhetik klarer differenzieren, ich kann attraktiver werden für meine Kunden da draußen. Ein weiterer Punkt ist sicherlich der zunehmende Innovationsdruck. Es ist heute nicht mehr möglich, technische Innovationssprünge Jahr für Jahr zu wiederholen. Das heisst, ich kann über Ästhetik und die Art und Weise, wie ich mich präsentiere, meiner Marke einen innovativen Charakter verleihen und kann ihr helfen, als innovativ angeschaut zu werden. Und dann, last but not least, ist sicherlich auch das Thema gesellschaftliche Veränderung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da möchte ich noch gerne ein bisschen tiefer gehen. Wir erkennen in den letzten paar Jahren, dass das Thema Selbstausdruck und hedonistische Nutzen bei den Kunden da draußen verstärkt an Relevanz gewonnen haben. Und dementsprechend erkennen wir auch eine Bedeutungszunahme von Marken, die diesen Wertvorstellungen und dem Lebensgefühl der Konsumenten dann entsprechen und erfolgreich sind, wenn sie das Lebensgefühl eben auch zum Ausdruck bringen. Machen wir einen kleinen Ausflug in die Markenpsychologie, in die Nutzendimensionen der Marken. Auf der einen Seite hat der Marken einen funktionellen Nutzen, das ist klar, das ist der Basisnutzen, der verkörpert den Zweck und Gebrauchstauglichkeit der Marke. Und dann hat die Marke sogenannte extrinsische Nutzen. Das sind die Nutzen, die man in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich primär darüber geredet hat. Der Prestige-Nutzen zum Beispiel. Also das heisst, die Fähigkeit der Marke, einen Besitzerstatus und soziale Akzeptanz in einer Gruppe zu geben. Wir haben den Differenzierungsnutzen, das ist die Fähigkeit der Marke, das Bedürfnis nach Individualität zu befriedigen.
Und dann haben wir neuerdings aber auch vor allem die intrinsischen Nutzendimensionen, das ist nämlich der Nutzen zum Selbstausdruck, wo die Fähigkeit des Marktes beschreibt, als Mittel vom Selbstausdruck und vom Lebensstil verwendet zu werden. Also ein Mittel, das nicht nach extern orientiert ist, sondern wo ich mich als Konsument einfach wohlfühle damit, wo ich glücklich bin mit dieser Marke. Das ist mitunter wahrscheinlich auch der Grund, wieso das Thema Social Media überhaupt diskutiert wird. Weil genau diese Nutzendimension führt dazu, dass Menschen anfangen, über Marken zu schreiben, Kommentare abzugeben, zu diskutieren. Als weiterer Punkt ist es der hedonistische Nutzen, die Fähigkeit der Marke, polysensorische Erlebnisse und Gefühle wie Genuss, Freude, Vergnügen und so weiter und so fort auszulösen. Die emotionalen Nutzenerlebnisse haben aufgrund von deren Erlebnis- und Genussorientierung enorm stark an Bedeutung gewonnen in den letzten paar Jahren. Es geht darum, dass ich an einer Marke ein emotionales Nutzenerlebnis geben muss. Und wir reden von emotionalen Nutzenerlebnissen, wenn eine Marke Gefühle wie Vergnügen, Spass, Freude, Genuss, Wohlbefinden und so weiter und so fort vermittelt. Erst dann hat die Marke das emotionale Nutzenerlebnis. Und diese Gefühle, diese Aspekte werden oft durch ästhetische Aspekte eigentlich gefördert und gepusht. Ansprechende Werbung, interessante Auftritte am POS, Produktverpackungsdesign und so weiter und so fort. Der Konsument ist zunehmend darauf bedacht, das Produkt zu erleben. Wunderschönes Beispiel, Globetrotter in Köln. Das ist ein Outdoor-Geschäft im weitesten Sinn. Ich kann dort Tracking-Gear kaufen und so weiter und so fort. Und unter anderem kann ich dort meine Bötli, die ich gerne kaufen möchte, gerade im Laden ausprobieren, weil dort ist ein Pool und ich kann dort drin sitzen und ich kann die Marke letztlich eigentlich erleben. Das sieht man leider nicht so schön, weil der Wimmer ein bisschen zu hell ist. Die Popularisierung von diesem Erlebniskonsum schafft letztlich wieder einen Trend zu progressiveren Markenauftritt. Also Popularisierung, Erlebniskonsum auf der einen Seite und dementsprechend progressivere Markenauftritt. Ich muss mir als Marke viel, viel mehr Mühe geben in der Zukunft, in der Art und Weise, wie ich mich präsentiere und wie ich mich darstelle gegenüber meinen Kunden, um die nötige Attraktivität zu erreichen. Schönes Beispiel, das Nivea-Haus in Hamburg. Über 3 Stöcke kann ich dort die Marke Nivea 1:1 live erleben. Ich kann mich dort pampern lassen. Die Marke wird dort auf eine hervorragende Art und Weise inszeniert. Das ist auch leider Gottes ein bisschen überblendet. Wir haben einen zunehmenden Ästhetik- und Designorientierungstrend innerhalb von verschiedenen Milieu. Das sind die sogenannten Sigma-Milieu. Da wird die Gesellschaft unterschieden nach Wertorientierung auf der einen Seite und nach sozialem Status auf der anderen Seite. Und wir erkennen vor allem in den modernen und postmodernen Milieus einen stetigen Affinitätsanstieg eigentlich, hinsichtlich deren Ästhetik- und Designorientierung. Über die letzten paar Jahre hinweg. Und man geht davon aus, dass das zukünftig sogar noch zunehmen wird. Wenn man die dominierenden Markenfunktionen, so wie wir das heute, wie wir das in der Vergangenheit angeschaut haben, dann passiert im Moment ein enormer Shift. Früher hat man unterschieden zwischen Prestige- und Distinktionsfunktionen. Das sind Marken wie Premium- und Luxusmarken. Und eher Orientierungs- und Sicherheitsfunktion, das war so bei den Handelsmarken der Fall. Mit dem zunehmenden Trend vom Selbstausdruck und vom Hedonismus passiert etwas ganz Interessantes, dass das System über Bord geworfen wird. Sonst wäre es nicht möglich, dass eine solche Marke wie ein M-Budget zum Beispiel oder eine Migros Selection Erfolg hätte. Weil da geht es nicht mehr um Orientierung und Sicherheit in diesen Marken, sondern da geht es letztlich eigentlich auch um Distinktionsfunktion, da geht es letztlich auch um Hedonismus. Und das tut das Ganze, die ganze Art und Weise, das ganze Modell, wie wir früher Marken betrachtet haben, außer Kraft setzen aus meiner Sicht. Und das wird in der Zukunft noch viel stärker
zunehmen. Was ist der Einfluss von Ästhetik und Design auf den Erfolg von Unternehmen? L'art pour l'art wäre sicherlich der falsche Ansatz. Es geht darum, eben auch Erfolg zu haben mit dieser Thematik. Der wichtigste Faktor ist sicherlich die Durchsetzung des Preis Premium. Wir haben vorher da schon auch das Thema kurz angeschnitten. Ganz ein faszinierendes Beispiel. Der Löwe, der deutsche TV-Gerätehersteller, der schafft es aufgrund von seiner Ästhetik-Affinität und aufgrund von seiner Designstärke, das Preis-Premium durchzusetzen, in einer konsequenten Art und Weise. Von 2006 bis 2009, wo der grosse Preiszerfall stattgefunden hat, in dem März haben sie die geschafft, ihre Geräte bei etwa 4'000 Euro zu heben, während der Gesamtmarkt von etwa 2'200 Euro unter 1'000 Euro gefallen ist für die gleichen Geräte. Und das haben sie nur geschafft, weil sie den Mehrwert auf der einen Seite über Qualität und auf der anderen Seite über Designstärke haben können zum Ausdruck bringen. Schöne Studie ist auch die Studie, die vor 3 Jahren in den USA durchgeführt worden ist, wo es darum gegangen ist, den Zusammenhang zwischen Gefallenswirkung und Zahlungsbereitschaft anzuschauen. Und da hat man herausgefunden, dass Konsumenten mit geringem Ästhetik-Involvement bereit sind, für ein schönes Produkt rund 47% mehr auszugeben, als für ein hässliches Produkt. Und bei Menschen mit hohem Ästhetik-Involvement sind es sogar 64%. Also das heisst, ich kann Preis-Premium über Ästhetik durchsetzen und ich kann grössere Fangruppen eigentlich angehen. Scholz und Franz, die deutsche Agentur, hat 2010 eine Umfrage gemacht bei den 100 führenden deutschen Markenunternehmen und hat versucht herauszufinden, wie gross Ästhetik und Design einen Einfluss hat auf den Unternehmenserfolg. Ich gehe da nicht auf die einzelnen Zahlen drauf ein, aber im Grunde genommen kann man sagen, dass sämtliche Marketingverantwortlichen eigentlich dem Thema Design einen sehr, sehr einen hohen Stellenwert eingeräumt haben und eingeschätzt haben. Eine weitere interessante Erkenntnis ist auch der Einfluss auf den Unternehmenswert. Der bereits angesprochene Red Dot Design Award, der hat einen sogenannten Red Dot Index ins Leben gerufen. Einmal im Jahr werden Designteams mit einem Ehrentitel bedacht zum Thema Red Dot Design Team of the Year. Und die haben gemessen, wie die Kursentwicklung aussieht zwischen dem Eurostoxx 50 im Vergleich zu den Unternehmen, die effektiv den Design Award bekommen haben. Und da sieht man einen massiven Unterschied. Eurostoxx hat sich um 19% entwickelt in diesen rund 7 Jahren. Die Red Dot Design Index Unternehmen haben sich um 150% entwickelt in diesen Jahren. Kommen wir zum Thema, wie Ästhetik und Design erfolgreich umgesetzt werden. Es gibt verschiedene Rezepte, selbstverständlich. Die Grundlage für ein erfolgreiches Konzept ist sicherlich die klassische Markenpositionierung, die klassische Markenstrategie. Es geht darum, sich selber als Unternehmen, als Marke zu differenzieren von den Konkurrenten. Für das brauche ich zwei wichtige Erkenntnisse. Auf der einen Seite muss ich Bedürfnisse und Relevanz von der Zielgruppe kennen, da werden wir sicherlich heute dann auch noch viel darüber reden. Und ich muss Positionierungen respektive Markenversprechen von meinen Konkurrenten kennen. Wenn ich die Positionierung habe, wenn ich die klare Markenidee habe als Marke, dann geht es darum, eine Designstrategie zu entwickeln. Und es geht nicht nur darum, ein Designkonzept zu entwickeln, sondern eine eigentliche Strategie. Das heisst, ich muss festlegen, welche Werte das Design widerspiegeln soll. Ich muss versuchen, eine Unverwechselbarkeit anzustreben im Branding, im Produktdesign, im Packaging, in der Kommunikation, dort, wo ich auftrete. Ich muss eine Homogenität in allen Erscheinungsformen anstreben, selbstverständlich. Ich muss versuchen, auch multisensorische Konzepte zu integrieren, da komme ich nachher noch drauf. Ich muss versuchen, Kontinuität in der Erscheinung mit permanenter Erneuerungskraft voranzutreiben. Und erst dann, wenn ich diese Strategie habe, kann ich daran herangehen und
die Umsetzung anfangen zu organisieren. Ich muss Guidelines entwickeln, ich muss klare Leitplanken setzen, was ist möglich und was ist nicht möglich in der Umsetzung von dieser Marke. Ich muss aber auch Verantwortlichkeiten definieren im Sinne des Konzepts der Umsetzung und ich muss die Designstrategie ins tägliche Handeln innerhalb des Unternehmens integrieren. Was da ganz wichtig ist, ich muss vor allem versuchen, meine Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu schulen. Das Thema Internal Branding ist auch sehr, sehr wichtig. Natürlich, ich kann nur etwas vorleben gegen aussen, sondern ich muss es auch innen leben. Stichwort multisensorische Markenführung, enorm erfolgreiche Unternehmen setzen auf das Thema. Wir haben letztes Jahr in Zusammenarbeit mit der ZAW eine Studie gemacht, wo wir auf der einen Seite die Sinneswahrnehmung untersucht haben, Kraft, die Dominanz der Sinneswahrnehmung einerseits und der Einfluss dieser Sinneswahrnehmung letztlich auf den Kaufentscheid. Und da sieht man, dass der visuelle Aspekt natürlich sehr gross ist, mit 83% versus 58%. Der akustische Bereich ist sehr klein, eigentlich eher mit 11%, hat aber eine unglaublich hohe Wichtigkeit auf den Kaufentscheid. Genau das gleiche wie die olfaktorischen Prinzipien, also das ganze Schmecken, Riechen. Ein Unternehmen, eine Marke, die das brillant macht, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Dafür haben wir ein kurzes Film, das wir vielleicht schnell einspielen könnten. Abercrombie & Fitch, ich nehme an, Sie kennen alle diese Marken. Das ist eine Marke, die mit sämtlichen Konventionen bricht, oder? Vom klassischen Branding in der Art und Weise, wie man es eigentlich sollte umsetzen. Geschlossene Schaufenster, dunkle Retailflächen, punktuelle Beleuchtung, ein wahnsinniges Duftkonzept, laute Musik, schönes Verkaufspotenzial. Sämtliche Sinn werden eigentlich angeregt innerhalb von dem Unternehmen. Und man weiß aus Neuromarketing-Studien heraus, dass beim Besuchen in diesen Läden unglaublich viel Dopamin freigesetzt wird, das zum Kauf anregt, aufgrund von diesen Sinneseindrücken und Sinneswahrnehmungen. Gründe für Scheitern, ich gehe da nicht auf alle ein, aber viele Unternehmen, viele Marken tun sich sehr, sehr schwer mit dem Ästhetik- und Design-Trend. Strategieferne ist ein Thema natürlich. Ästhetische, strategische Überlegungen spielen oft eine untergeordnete Rolle in den Unternehmen. Dementsprechend fehlen Zielvorgaben, führt zu Hüftschutz, führt zu subjektiven Präferenzen, führt zu geschmäcklerischer Attitüde, macht es nicht sehr, sehr einfach. Viele Unternehmen sehen das Thema Design und Ästhetik auch als Aufwand und nicht als Investition, wo schlicht Kosten verursacht. Hyperdifferenzierung ist ein grosses Thema. Die ästhetische Aufgabenstellung in Unternehmen ist auf vielen Schultern verteilt, einerseits intern, aber auch extern, wenn wir an Agenturen und Dienstleister denken. Und die Abstimmung von diesen einzelnen Massnahmen zu einem stimmigen Ganzen gestaltet sich dabei oft als sehr, sehr schwieriger Prozess.
Und nicht zu vergessen ist wahrscheinlich auch der ästhetische Analphabetismus. Ästhetik wird einfach von vielen Top-Managern nicht verstanden, nicht begriffen, aufgrund von fehlenden Interessen irgendwo in untere Chargen abdelegiert, und die tun sich aber genau etwa gleich schwer mit dem Thema. Zwei, drei Beispiele noch zum Schluss. Ich denke, wer es unglaublich schwierig wird haben, das sind die ganzen Warenhäuser. Wie gehe ich um mit dem Thema? Wie schaffe ich es, zukünftig ein stärkeres Kundenerlebnis zu erreichen in diesem Warenhaus? Die werden auf enorme Herausforderungen stoßen, denke ich. Schönes Beispiel für Hyperdifferenzierung. Beispielsweise Kuhn Rikon macht hervorragende Produkte, ganz toll, riesige Fangruppe letztlich, aber sie schaffen es nicht, Branding und Kommunikation auf diese Ebene aufzuführen. Ein Beispiel für den ästhetischen Analphabetismus mit einem Rausch, wo einfach hinten und vorne nichts stimmt in dieser Markenführung, in dieser Art und Weise, wie die Marke präsentiert wird. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen den Trend von Design und Ästhetik näher bringen in dieser knappen halben Stunde. Ich denke, Sie müssen davon ausgehen, dass auch in Ihrer Branche das Thema in den nächsten paar Jahren starke Bedeutungszunahme haben wird. Sie werden sich müssen überlegen, wie stelle ich mich dieser Thematik. Sie werden sich überlegen müssen, wie stelle ich mich diesen ästhetischen Bedürfnissen von meinen Kunden, diesen zunehmenden. Was für eine Implikation werden diese Bedürfnisse letztlich auch auf meine Social-Media-Aktivitäten haben? Was heisst das? Was werden meine Konkurrenten machen? Und wie gross ist die Gefahr, ins ästhetische Hintertreffen zu gelangen? Ich wünsche Ihnen in der Umsetzung von einer erfolgreichen Design- und Ästhetik-Zukunft viel Glück für Ihre Marke und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmals, Thomas, für die Ausführungen. Danke. Schön, dass du da bist. Hast du gewusst, was der Boden, der Steinboden in den Apple Stores, was das für ein Stein ist? Nein. Habe ich auch nicht gewusst, habe ich letztens gelesen. Das ist der gleiche Stein wie in Florenz. Trottoir gebaut werden daraus. Florenz, also Fiorentina, der Boden von diesen Trottoir ist der gleiche Stein. Steve Jobs hat den Stein dort gesehen, in Florenz, und hat gesagt, das ist es. Den will ich für den Apple Store. Dann haben seine Architekten, Borowinski und wie sie auch heissen, von den Apple Stores gesagt, Blödsinn, den können wir doch einfach nachbauen. Wir machen Beton und dann die Farbe drüber, dass er gleich aussieht. Er hat gesagt, wir wollen genau den gleichen Stein. Und der Steinbruch außerhalb von Florenz, wo der Stein gebrochen wird für die Stadt Florenz, hat jetzt auch einen zweiten grossen Kunden. Das ist der Apple Store. Auf der ganzen Welt, etwa 160 Läden gibt es. Das ist das Designprinzip. Und dort kommt es zusammen. Oder? Dort kommen auch die Fangemeinden zusammen. Der Fan hier weiss das natürlich und erzählt das allen, die es nicht wissen wollen, wie zum Beispiel euch, dass der Stein nicht irgendein Stein ist, sondern der von Florenz. Und das ist das Designprinzip. Ich liebe das. Ich finde, das ist eine wahnsinnig wichtige Komponente im neuen Marketing. Es gibt eben nicht nur, in Anführungsstrichen, Social Media. Es gibt einen Haufen Verästelungen in Bereichen, wo die Fans sich ganz neu wiederfinden können und die Likers. Und über das Thema können sie reden. Wir reden wahrscheinlich mehr über den Steinboden und lieber als über ein Gerät, weil das verstehe ich ja nicht. Wie funktioniert das iPhone? Ich habe keine Ahnung. Versteht das jemand? Kann es jemand aufmachen, auseinandernehmen, wieder zusammensetzen und es geht wieder? Nein, oder? Aber der Stein, den begreife ich, und das ist ein Thema. Merci vielmals. Wir werden noch Zeit haben, nachher miteinander zu reden. In diesem Sinn, Daniel, mache ich das Schnittstellenmanagement. Klappt wunderbar. Wir sind beide aus dem gleichen Betriebssystem. Es ist ein Altersunterschied, Generationen, aber schon. Gut, ich werde noch schnell zwei, drei Sachen aufgreifen. Das Erste, was auch in den Twitter-Strömen genannt wurde, dass der Social Media der Marken zuordnet. Und ich habe dort ein bisschen gestutzt, ich bin selber PR-Mann, ich würde es natürlich der Corporate.com zuordnen. Und Twitterer haben nachher natürlich gesagt, wir sind beide Dinosaurier, das gehört gar nicht in beide Orte her. Wo auch nicht denn? Das ist die grosse Frage, oder? Wer hat es twittert? Was ist? Laut?
Es ist wahrscheinlich ist es eine philosophische Frage, oder? Was ist der Unterschied zwischen Unternehmen und Marken? Ich komme von der Philosophie, als dass ich sage, die Marke ist alles. Die Marke steht über dem Unternehmen. Oder? Es geht um die Marke, es geht um die Attraktivität der Marke. Also glaube ich, dass Social Media Themen eigentlich irgendwo ins Marketing gehören, weil dort wird die Marke gemacht. Und im Social Media Thema wird ja auch über die Marke geredet, im Normalfall. Spannend, noch vor einem Jahr haben wir gesagt, dass der Konsument Marke macht. Jetzt ist die Marke zurück im Marketing. Gut, das hier dazu. Zweiter Punkt, was ganz interessant ist, der Kerry hat gesagt in seinem Einleitungsvortrag, der Glaube an eine Marke ist wichtig. Und du hast jetzt auch gerade wieder mit dem Steinboden erzählt, Schubidu, Papapa, darum sind wir jünger von, oder? Weil wir die Geschichte erzählen können und weil du eine Weltreise gemacht hast, um das Bild zu machen und das jetzt zu zeigen. Jetzt sage dir, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Puzzle ist, das langsam zusammengeht, oder ob das widersprüchlich ist, dir behauptet, eine Marke braucht in diesem übersättigten Markt Ästhetik. Ist jetzt Glauben und Ästhetik einfach zwei Wortpaare, die sehr nah aneinander sind? Ergänzen sich die zwei oder dürfen sich die sogar bekämpfen? Ich glaube, dass der Glauben erst auf der zweiten Ebene kommt. Auf der ersten Ebene, das Fundament, ist Attraktivität. Mhm. Dass ich an etwas kann glauben kann, bedeutet, dass das Ding attraktiv sein muss, für mich als Kunde. Die Attraktivität ist die Grundbasis. Ich muss begeistert sein von der Attraktivität einer Marke, um an diese Marke letztlich glauben zu können. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, kommt das eigentlich alles zusammen. Weil Attraktivität schaffe ich letztlich über Design und Ästhetik und schaffe so eine Plattform, um an diese Marke zu glauben. Und noch eine letzte Frage, ist doch zwischen der Pause und Kaffee und euch, ich weiss, aber noch eine letzte Frage. Ihr habt vorher gesagt, eine Marke muss ein emotionales Nutzenerlebnis generieren. Ihr habt dankbarerweise Orange erwähnt, wo mir eher im Zusammenhang mit Shitstorm in Erinnerung kommt, als mit einem Nutzenerlebnis. Oder anders gefragt, ist ein Shitstorm auch ein emotionales Nutzenerlebnis? Wahrscheinlich schon, aber ein negatives. Also, no, und was ist denn mit der PR-Devise? Hauptsache man redet, egal ob schlecht oder gut. Da glaube ich nicht dran. Ich meine, wenn ich im Shitstorm bin, dann muss ich anfangen zu kommunizieren und muss versuchen, möglichst transparent zu sein. Alles einverstanden. Aber das ist eher eine Situation, in der ich als Marken oder als Unternehmen nicht zwingend möchte reinkommen und mich nicht versuchen, auch in diese Situation ganz bewusst zu begeben. Das ist eher etwas, was ich in dieser Situation einfach muss machen, um wieder daraus rauszukommen. Also glaube ich, dass emotionale Nutzenerlebnisse primär sehr marketingorientiert sind. Gut, merci vielmals.